Oh, das ist Königin der Soßen. Oh, mein Kind ist mal wach. Das auch werfen. Okay. Kannst du es überhaupt werfen? Kann ich. Das sieht richtig weird aus, wenn das immer so ist. Brombeerpastete lernt man heute. Oh, cool. Die. Alter, Krobus. Krobus, schenkt mir einfach mal eine Glücksmahlzeit. Oh. Damn. Brombeerpastete klingt echt lecker. Ich habe, glaube ich, wieder ein bisschen Goldgemüse für dich. Das ist schön. Achso, warte, genau, du meinst ja, die Batterie muss ich noch irgendwo hinbringen, damit ich auch Alge machen kann. Ja, es ist erstmal Schritt 1. Da kommen noch mehr Schritte. Okay. Ja, aber das steht dann ja da, was ich machen muss. Apropos, ich bräuchte auch mal noch ein bisschen anderes Hallo, Shane. Alina, ich pack dir neben die Kiste, neben die Silber, in die silberne Kiste neben meinem Haus links, ne? Ja, ich seh's. Ich seh's. Wieso siehst du das? Weil ich gerade eine Cutscene mit Shane habe und dementsprechend kam ich aus deinem Haus raus. Wow. Ernsthafte Konvo. Du bist ja einfach am Würgen. Das war Würgen? Das klang wie Lachen. Ja, erst Lachen, dann Würgen. Achso. Ein bisschen abgemixt. Oh, Hilfe. Frag mich, warum sie das nicht hinkriegen mit den Zwischensequenzen, dass sie dann aus eurem Haus rauskommt, nicht aus meinem. Ja, ist immer ein bisschen weird, aber wahrscheinlich wäre das ein bisschen viel Animationsarbeit gewesen, weil man dann ja auch anpassen müsste, die ganzen Kamerawinkel und so. Ah, maybe. Wo sind meine ganzen krassen Essensdinger hin, die ich gekauft hatte? What the fuck? Ja, und so, ich brauche noch ein bisschen normales Gemüse. Ich habe noch einen Goldkürbis, okay. Den habe ich jetzt nochmal da reingepackt. Oh ja, ein bisschen Chili, davon haben wir mehr als genug. Ich denke aber noch dran, die bei Pierre abzugeben. Und dann fehlen noch 8 Stück, Alter, für 15 Tage. Ist machbar eigentlich. Ja, vielleicht kriegen wir ja auch noch ein paar Taro-Wurzeln oder so raus. Gelten die als Gemüse? Ja. Wieso hast du noch ein Kristall? Achso, du hast auch ein Kristallarium. Ah, ich will hier noch das Millionen bekommen. Hallo. Ich wollte hier ein bisschen Chili anlegen. Und wo sind meine Mahlzeiten hin? Ich hatte mir doch super viele gekauft. Hä? Keine Ahnung. Oder habe ich die noch nicht verkauft aus Versehen? Ich glaube nicht, ne? Möglich. Boah, kein blassen Dunst. Ich weiß, er hat gesagt, kein blassen Dunst, aber es klang wie kein blassen Durst. Das auch. So ein bisschen belastend. Ich will nicht wissen, wie man diesen scheiß Dingens oben entfernt. Ja, das wäre schön zu wissen. Was suchst du da eigentlich, Lena, gerade? Ein bisschen nach Liedern. Hast du mittlerweile die Quest aktiviert? Nee, ich wollte jetzt erst das Gemüse abgeben. Und dann müsst ihr mir nur sagen, wo. Ich finde das schade, dass die Mod nicht für die Katze hier klappt. Alle anderen Tiere sind angepasst und die Katze nicht. Wahrscheinlich, weil es meine Katze ist. Maybe. Nee, wenn man die einmal. Wobei die anders aussieht als vorher. Ich glaube, vielleicht habe ich da einfach nur eine andere eingestellt, dass das Katze 2 ist oder so. Wirklich? Dann
Müsste mir nur sagen, in welche Höhle ich das legen muss, ne? Nicht in die Höhle, wenn du vom Bus aus nach links gehst. Also nicht in die Wüste Tunnel. Fahren? Nee. In den Tunnel rein und dann ist da so ein Stromkasten. So eine Art. Mhm. Wo ist der Stromkasten? An der Wand. Eine Regenbogenmuschel zum Bahnsteig. Lege sie in die Box. Ja, viel Spaß, eine Regenbogenmuschel zu kriegen, weil die gibt es eigentlich nur im Sommer. Ja. Oder du kannst sie random bei der fahrenden Händlerin bekommen. Wow. Ja, sie ist gerade da. Dann gucken wir doch mal. Ich will doch auch nur ein bisschen Alge machen. Eiwei. Nee, leider nicht. Aber ein paar Höhlen. Nee, sie hat eine Höhlenkarotte. Naja, ist halt eine Höhlenkarotte. Wow. Wo brauchst du die? Wurzelplatten sind das Beste, was man kochen kann. Wir haben, glaube ich, im Lager in der Sammelkiste noch Höhlenkarotten. Oh, wie kommt man an diesem scheiß Stein vorbei? Es regt mich so auf, ey. Ah ne, warte mal, es war ja ein anderes Lager. Ne, hier sind 58 Höhlenkarotten. Verdammt. Ja, in der Sammelkiste müsste auch welche sein. Also Essenskiste, ach so, ihr habt die aufgeteilt, Essenskiste und Sammelskiste, ups. Ja, ich fand das vorher besser, jetzt ist das so, jetzt muss man sich echt merken, wo was ist und es ist so stressig. Es ist nicht stressig. Doch. Nein. Dann fahre ich jetzt mal wieder rüber. Oh. Man merkt, dass Lena öfter schon wieder keinen Trüffel aufgenommen hat. Wo bin ich hin? Ah. Gehört Lena? Ja, das stimmt. Da hast du ganz recht. Lena, ach Mensch, wir haben jetzt doch Dinosaurier-Mayonnaise. Ja, ich habe einmal welche hergestellt. Ich wollte mal machen. Gibt nur 1344, das ist nix. Das geht eigentlich. Das Dinosaurier ergibt mehr. Tja. Ja. 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 So, fahren wir mal. Ha! Billy! Ha? Der hat nur bis 17 Uhr offen. Dammit. Hm. Ach, halt Lena. Doch nicht rüber. Ah. Moment, wo ist nochmal die dann? Hä? Was denn? Also, lol, da habe ich den gepackt. Ich habe die in die Essenskiste gepackt gehabt. Kein Wunder, dass ich die vermisst habe. Weil ich mache immer automatisch das, dass ich das stackt automatisch. Und da war mein Essen dann halt auch weg. Morgen fahre ich auch wieder rüber. Okay. Oh. Ach, das Spiel. Ach, nee. Da habe ich keinen Bock drauf. Und ich will so eine blöde Muschel haben, dass wir keine dieser Kreiselmuscheln haben. Entschuldigung. Ja. Oh, das habe ich noch nie gespielt. Was? Unimo Kart? Oh Gott, viel Spaß. Das ist super schwer, finde ich. Unimo Kart? Ja. Was ist das denn? Hä, hey, das kennst du. Kenn ich? Echt? Ja. Ich habe bisher legit noch nichts getan. Ich weiß nicht mal, was hat sich nur verändert anscheinend ein bisschen. Ich weiß nicht mal, was für eine Art Minigame das sein soll. Fuck. Wow.
Ja, mit, ich bin nicht gut in solchen Spielen. Naja, einen Versuch mache ich noch. Jump'n'Run. Du kennst das. Ach, wow. Aber nicht das in der Bar, oder? Doch. Doch. Das heißt doch nicht Unimo Ding ins Card. Doch. Man sitzt mit einem Unimo in einem Minecart. That's it. Okay, dann kenne ich das nicht. Ich dachte jetzt an das Schießspiel da. Ja, das ist daneben. Ja. Daneben? Ja, rechts daneben steht noch eine. Du hast beide schon gespielt. Ich habe das sogar auf Aufnahme in der Staffel 1. Als ob. Nee. Habe ich. Warum habe ich da absolut null Erinnerungen dran? Ja, wunderst du dich wirklich darüber? Nein. Ja. Mit wem habe ich denn jetzt eine Sequenz? Wo bist du denn? In der Bar. Ach, Elliot, geh weg. Elliot ist doch voll der cute Boy. Frag mal Vergangenheitslena. Lol, das kenne ich nicht. Was? Unimo Card, das kenne ich nicht. Da kennst du das? Nein, kenne ich nicht. Ja gut, das mal zu spielen hätte eigentlich das Gedächtnis auffrischen sollen, dann kennt das vielleicht wirklich nicht. Ja, ich kenne das nicht. Er kennt das. Mensch, zu Staffel 1 kann ich nichts sagen, da konnte ich größtenteils nicht. Gesehen habe ich es bestimmt schon mal, aber gespielt never ever. Oh Gott. Ich muss auch nach wie vor noch den Baum angeln. Wie spät ist es denn? 22:50 23 Uhr. Okay. Ich glaube, sobald wir aufhören, spiele ich erstmal weiter Stardew Valley. Machen wir nochmal einen eigenen Hof. So Bock nochmal von vorne anzufangen. Echt? Ja. Nochmal alles von doch, und dann packe ich mir noch die Mod drauf mit Diverse Characters. Ich würde dir aber nicht den Strandhof empfehlen. Weil Sprinkler funktionieren im Sand nicht. Echt? Oh, okay. Ja. Was ist da dran? Ja, aber diese Diverse Characters, die sahen teilweise echt cool aus. Und ein bisschen Diversität, finde ich, tut im Spiel ganz gut. Wo kommen denn jetzt Steine rein? Und halt natürlich meine Multiple Spouses App. Mod. App. Boah, so für die Höhle wäre ich jetzt nochmal bereit, ey. Also so mit dem Essen, was ich hab. Na dann, Marcel, haben wir morgen was vor. Stimmt. Ja, ich muss auch die Taro-Wurzeln noch gießen, damit wir die mal noch ernten können. War ein Tag nicht da, also. Komm zu uns. Ling. Oh, Sandy hat heute Geburtstag. Das Handy ist mir egal. Morgen ist das Volksfest. Oh, fuck. Da muss ich mir nochmal was raussuchen. Das war nochmal beim Volksfest. Die Kiste. Diese Schaukiste befüllen, ja. So, 9 Gegenstände, Tierprodukte. Ich packe die große Milch in Iridium, gibt schon mal das meiste. Das Goldgemüse wieder in die Kiste, ne? Jo. Handwerkswaren.
Ziegenkäse, normaler Käse. Oh Gott, habe ich den gereiften Käse noch? Nee, leider glaube ich nicht mehr. Damit. Aber Stoff gibt recht viel. 6 Punkte. Sollten wir auch gewinnen. Haben wir noch Stoff? Ich denke, ich habe nicht immer alles verkauft. Außer du hast es gemacht, dann... Die Tiere habe ich schon mal gestreichelt. Okay, ich leg schon mal was zusammen. Sehr gut, danke dir. Und Trüffel nachgefüllt. Aber den Rest nicht. Ach ja, der Trüffel. So, ach ja, Trüffel dürfte doch bestimmt auch irgendwas geben, oder? Wo war es denn? So, Handwerksmann zählen nämlich. Okay. Wo gehen Sebastian und Harvey hin? Vor allem so gleichzeitig. Kann sein, dass der 15. Herbst der Check-up-Termin von Sebastian ist. Weil die haben ja alle so einen Check-up-Termin in der Praxis. Ja, das im Jahr mal. Ha, wir haben noch Wolle. Super. Dann krieg ich doch Stoff. Nee, da geht nicht zum Arzt. Ist jetzt nachgerannt oder was? So. Naja, den Ziegenkäse und normaler Käse. Beides gleich viel. Muss so windig geworden ist, oder, Belly, what the fuck? Weil ich gerade wieder ausgeatmet habe, oder war das ernst gemeint? Nee, es ist tatsächlich. Also, Musik hat aufgehört, aber war nur Wind zu hören, oder, Belly. Oh. 100 Knochenstücke. Ja, ja. Und was kriegst du dann? Weiß ich nicht. Hä? Muss man nur am Museumsschalter abgeben. Aufruf an eine Amateurpartie. Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall will der 100 Knochenstück haben. Der gute Gunther. Was Gunther wieder alles will. Ja. Gunther wird da wieder munter. Wow. Kann es sein, dass diese Muschel, die die Fische haben wollen, gar nicht im Herbst man bekommt? Pff, möglich, keine Ahnung. Also Muschelspawns. Ein Essen, Rhabarberkuchen könnte man gut machen. Obstsalat. Knoblauchöl. Dreifacher Espresso. Hast du den noch, Marcel? Nein. Oder muss ich in die Höhle gehen, ein bisschen was klatschen für einen dreifachen Espresso? Ja, musst du, glaube ich, leider. Fische. Anglerfisch auf Iridium-Qualität. Eispip-Iridium, Forellenbarsch-Iridium, Glasaugenbarsch, Gletscherfisch, Goldmakrele. Muss ich mal an die Kiste gehen und gucken, ob wir irgendwas davon haben. Vermutlich aber, wenn nicht, in Iridium-Qualität. Geil, ich habe eine Ananas. Geil. Bring mit, ich will die verarbeiten. Die Fischkiste. Da. Nee, ich lasse sie hier. Nein. Okay, wir haben nichts in Iridium-Qualität. Ja, müssen wir angeln, oder? Ja. Gibt halt echt viele, die nicht so besonders sind, aber halt auf Iridium-Qualität sein müssen. Hecht zum Beispiel, die kann man ja eigentlich recht gut angeln. Sommer und Winter, vielleicht nicht. Katzenfisch. Frühling und Herbst im Regen. Machbar. Es regnet aber nicht, wenn morgen ist er schon. Stimmt, fuck. Mach. Mülleimer im Frühling oder Herbst. Kugelfisch, der kann, glaube ich, nur im Sommer gefangen werden. Ja. Lava-Aal auf
Der ist auf den Lava-Ebenen in der Mine. Normale Qualität oder Iridium? Alles Iridium. Boah. Wobei der Lava-Aal auf allen Qualitäten immerhin 6 Punkte gibt. Der wäre damit echt gut. Legende auch. Ja, was ist denn gesammeltes Blumenbaumharz? Edelwicke. Auf Iridium haben wir keine. Morchel. Verlingen. Nee, wir haben keine Edelwicke auf Iridium. Weißt du auch gar nicht. Guck in die Sammelkiste. Ich weiß aber, dass wir das meiste in Iridium-Qualität wegpacken. Also sicher? Kaufen. Guck mal nach. Sammelkiste ist nicht im mittleren Lager. Wir haben keine Edelwicke in Iridium. Aber einen Magma-Hut. Der ist hier aber noch nicht aufgelistet. Also wird er wahrscheinlich nichts geben. Früchte, Apfel, geil, da haben wir gerade ein. Hast du den schon geerntet? Äpfel sind in der Obstkiste. Damit natürlich nichts in besserer Qualität. Das war die uralte Frucht. Ja, so lange sind die noch nicht. Ja, uralte Frucht gibt 6 in Gold. Das wäre das Beste, was wir haben. Oder Kokosnuss, Iridium? Ha, perfekt. Du bist das. Was hängt mit goldenen Kokosnüssen? Ich habe auch gerade wieder eine bekommen. Sind keine Ahnung. Nur für verkaufen? Nee, man kann ihn nicht verkaufen. Du kannst die nicht in die Verkaufen-Kiste stecken, das geht nicht. Interesting. Wollen wir einen Diamant oder so eine Sternscherbe abgeben? Ja, Diamanten haben wir vom Schwert, ist ja echt heftig. Ja, ich würde auch zum Diamant tendieren. So viel Vorbereitung für dieses blöde Fest. Lava-Aal auf Iridium brauchtest du, gell? Ja. Hab ich. Sehr gut. Wir nehmen mal die Kiste, die links von dir steht, von deinem Haus dafür, oder? Ja, ja. Muss mal ein bisschen sortieren, wie viele Gegenstände wir jetzt schon haben. Ja gut, den Mais, den brauchen wir da nicht so. 1, 2, nee, der Mais 3. War ja für Pierre, aber das hast du heute vergessen. Genau, 4, 5. Kann gerade nicht. Ja. Danke. So, zack. Gemüse. Was gibt's denn hier so Gutes? Schauen wir mal, was wir haben. Alles. Ja, nichts in besserer Qualität. Dann gucken wir, was hier am meisten gibt. Danke. Rotkohl haben wir nicht. Und nur einer das gehabt bis jetzt? Ja. Was? Kürbis. Geil. 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 So viel Mühe muss man sich da eigentlich nicht machen. Man gewinnt ja eh, wenn man halbwegs was macht, aber trotzdem. So. Wobei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dann fehlen uns jetzt noch. Uns fehlt noch was Gekochtes. Was mache ich denn da? Pinke Torte ist ganz gut, was wert. Gucken wir mal, ob ich die kann. Also, ob ich dafür ansonsten auch alles kann sein, dass in der Essenskiste noch einer sein drin ist. Stimmt. Vielleicht. Ist hier nochmal unten im mittleren Lager, ne? Genau. Da. Essen, da wo das Brot ist. Ne, keine pinke Torte. Hm. Aber vielleicht was anderes.
Ach stimmt, der dreifache Espresso. Jetzt komme ich natürlich nicht mehr in die Mine. Wie sieht es mit einem Schokoladenkuchen aus? Jeder mag einen guten Schokoladenkuchen. Ja, gibt nur 4. Aber Kuchen würde mehr geben. Nicht viel volles Frühstück würde einiges geben, aber nichts. MK-Suppe, wie sieht's bei dir aus? Okay, Hauptsache die ist hier nicht aufgelistet. Ja, ist ja glaube ich vom Update noch nicht so viel drin, ne? Ja, aber die Tom-K-Suppe, doch, da ist so 4. Bitte. Ja, die kriege ich momentan irgendwie gefühlt täglich von Sandy geschickt. Ich weiß auch nicht warum. Pizza ist super. Pizza gibt 5. So, dann haben wir Essen auch geklärt. Fische haben wir schon. Gesammeltes haben wir schon, oder? Haben wir jetzt was von den gesammelten Sachen? Nee. Stimmt. Nee, richtig, gesammeltes fehlt uns. Das Beste, was wir haben, ist. Das zählt gar nicht zugesammelt. Violetta Pilz, 4. Das Beste, was wir haben, zählt gar nicht zugesammelt. Nice. Haselnuss, Iridium-Qualität. Nice. Was mit dem Gelee eigentlich, was jetzt gerade fertig geworden ist? Ja, und verkauft das immer. Ach. Mach ich immer morgen. Was drin? Mhm. Ja, wo soll ich es reinpacken? Wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Gegenstände. Du kriegst, du kriegst dafür nicht das Geld, ja, was ich kriege. Ja, ich krieg, da hab doch schon in die Kiste gepackt, wo die Dinger drin sind. Mr. Panic Attack. Ja, dass du dann Aufgaben übernimmst, die gar nicht alle sind. Oh, sorry, dass ich mich engagiere. Auf einmal. Lena? Ja? Was für ein Mod zum PvP? Bringt Leda nichts, weil ich der Server-Host bin. Ich sollte langsam ins Bettchen. Ich sehe da einen Trüffel. Ich sehe 2 Trüffel. Ich sehe 4 Trüffel. Lena, was machst du eigentlich? Wir kommen bei Trüffeln nie auf 0, wenn Lena immer so weiter rumschlunzt. Okay, dann packe ich die Sachen fürs Fest alle wieder weg und dann könnt ihr euch nochmal was raussuchen. Ich sag ja, wir müssen ihn abstechen. Lena Schlunzi.